cooking. Yes, I do the cleaning. Hallo, willkommen hier zurück bei Dirt Rally. Genau, heute sind wir hier in Schweden unterwegs mal wieder und ja, gucken mal. Ja, wir fahren eine lange Strecke direkt zu Beginn und es gibt insgesamt 4 lange Strecken hier in Schweden. Warum auch immer. Ja, wir schauen mal, wie lang es dauert. Links 5 lang über Welle. Links 5 innenhalb. Achtung, links 5 über Kuppe, Welle, Senke. Rechts 5 über Sprung. Links 5 lang, mach zu, über Kuppe, 80, durch Senke. Beruhig dich mal, ey. Vorsicht, links 5 über Welle. Meine Güte. Rechts 3 über Kuppe, 80. So, rechts 3 über Kuppe, ja, rechts schöne vier, Sache. Kuppe, 60. Rechts 4 macht zu bis 3. Okay. Rechts 3 macht auf. Alter, diese Map ist halt echt sau schwer zu spielen, muss man sagen. Achtung, links halten. Weil du hast hier halt links und rechts einfach gar keinen Rand. Rechts 4 halt lang, macht zu bis 3, Welle. Rechts 4 macht zu bis 3. Bin echt am Überlegen, ob ich jetzt hier noch ein anderes Auto holen soll für die restliche Meisterschaft. Aber nee, brauche ich glaube ich nicht. Im Let's Play zeige ich nur ein Auto von jeweils einer Gruppe. So habe ich mir das vorgenommen und dabei bleibt es auch. So. Uiuiui, das ist aber echt ganz schön eng. Uiuiui. Links 3, Kuppe. Rechts 2 lang, mach zu. Ja, das geht doch vollkommen klar, 10 Sekunden. Achtung, rechts 4 über Kuppe, Sprung, mach zu, 60. Links 3 über Welle, Kuppe, 60. Okidoki. Links 4 halb lang. Kuppe, Sprung. Rechts 5, 60. Rechts 4, 40. Rechts 6 über kleine Kuppe. Jetzt hier aber mal Gas geben. Achtung, jetzt nicht mehr. Links 3 lang nach Kreuzung 40. Kuppe, Sprung. So, jetzt können wir aber Gas geben. Links halten über Kuppe. Ne, auch nicht mehr. Links halten über Kuppe, Sprung. 6 haben wir da, okay. Rechts 6. 5, 4, so. Ja. Links 5 lang über Kuppe, Welle 60, Kuppe, Sprung, Senke. Okay, wir fahren hier mal ein bisschen langsamer. Ich hab das jetzt nicht alles mitbekommen. Links 4 über Brücke, 60. Okay, jetzt wieder. Links 3. Jetzt weiß ich wieder Bescheid rechts hier. 2 macht zu bis 1. 2 macht zu bis 1. Links 4 halb lang. Ach du lieber Gott, ey. Warum bauen die so kurvige Strecken überhaupt? Ich verstehe das nicht. Oh Mann, wie ich die Schweden-Map hasse. Das Geile ist, das ist jetzt Event 5 von 6, glaube ich, ne? Als letzte Karte bleibt nur noch Norwegen übrig. Das ist ja auch so eine Map für sich, muss man sagen. Obwohl ich sie eigentlich sehr, sehr gern spiele. Also zumindest mit einem Allradauto. Und das hier ist in dem Fall ein Allradauto. Deswegen freue ich mich drauf. Ich denke, da kann man was draus machen. Ach, komm schon. Ja, jawohl, läuft doch. Rechts 6, 80. Rechts 6, über Welle. Über 80. Links 6, lang. Über Welle. 80. Über Welle. Achtung. Rechts 6, über lange Kuppe. So, okay. Achtung. Rechts 5, über kleinen Sprung. Kleinen Sprung. Rechts 5, über Sprung. Okay, da haben wir einen Sprung gehabt. Rechts 6, Welle. Okay, schauen wir uns das mal an, wie es geworden ist.
Ja, ein bisschen wieder drauf bekommen an Zeit. Natürlich auch eben durch diesen kleinen Mini-Crash haben wir ein paar Sekunden verloren. Ich denke, ansonsten wäre es echt ganz ausgeglichen gewesen. Ja, so, Moment. So. Alles klar, perfekt, das lief doch super. Rechts 4 nach Kreuzung 130. Links 4 nicht schneiden. Rechts 4 macht auf, über 80. 60, Brücke 130. Rechts halten übersprungen. Ich bin jetzt echt am Überlegen, ob ich jetzt quasi wieder eine lange Dirt Rally Pause mache, zumindest auch Aufnahmen angeht. Und jetzt quasi bis. Ja, bis ich wieder Folgen brauche, im Prinzip, halt privat die anderen Autos schon mal voll upgrade. Sodass ich es halt nicht verlerne, aber halt auch nicht weitermache in der Meisterschaft, im Meisterschaftsfortschritt. Obwohl, ich werde dann im Meisterschaftsfortschritt logischerweise vielleicht möglicherweise eine Stufe höher eingerankt werden. Und ja, das ist natürlich dann schade. Naja. So. Links 3 macht zu über Kuppe. Oh je, das war nicht so gut. Boah, Leute, ey, ich bin mega müde irgendwie. Ich weiß nicht warum. Ich muss echt aufpassen, dass mir die Augen zufallen gerade. Ich weiß nicht, was los ist. In der Schule war wieder sehr anstrengend, muss man sagen. Und naja. Also. Ich bin im Moment echt ein bisschen durch, muss man sagen. Ich glaube, ich lege mich heute mal richtig, richtig früh ins Bett. Also schön um 7 schon, richtig geil. Ah. Mist. Okay, hier. Rechts 3 lang über Welle macht zu. Rechts 5 über Welle 40. Okay. Hier hinten haben wir 3 und dann haben wir das Ziel, ne? Links 3 lang. Rechts 4 über Kuppe, Welle macht zu bis 2. Rechts 3 über Kuppe bis Ziel. Alles klar, bis zum Ziel, los geht's. Hui. Krasser Scheiß. Platz 4. Ja gut, ich würde sagen, ich muss kurz irgendwas trinken gehen. Es geht sofort für euch weiter, bis sofort. So, da bin ich auch wieder zurück. Und ja, wir machen direkt weiter. Die Strecke hier ist jetzt nur 7000 Meter lang. Auch ziemlich lang. Ich habe noch eine und noch eine lange. Also wir haben insgesamt 4 lange. Statt üblichen 2. Warum auch immer. Ach ja. Fahren wir mal ein bisschen durch Elchsee. Elk heißt Elch und Jön, beziehungsweise Jön heißt, glaube ich, See. Ich glaube schon. Irgendwie so war das. Ich kann ein paar schwedische Wörter kann ich, aber. Schmörebröt ist Butterbrot. Mjölk ist Milch. So ein Scheiß halt. Was man halt einfach aufschnappt und mitnimmt, wenn man mal in diesem Land Urlaub gemacht hat. Obwohl Schmirrebröt ist, glaube ich, gar nicht schwedisch. Das ist irgendwas Skandinavisches, aber ob es wirklich. Das könnte auch norwegisch oder finnisch sein. Da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Ne? Könnt ihr ja nochmal nachschauen. Falls es euch interessiert. Aber ich meine, wem sollte es interessieren, was Butterbrot heißt? Auf irgendeiner Sprache, die man eh nicht gerade sprechen muss, unbedingt jeden Tag. Oh je, oh je, oh je. Das war aber ein bisschen weniger, gar nicht mal. Ein bisschen so gut.
Ach fuck, das hat uns die positive Zeit gekostet. Naja. Links 4, okay, hier so. Rechts 6, lang macht zu bis 4, über Welle 40. 6, lang macht zu bis 4. Links 4 über 80 und macht zu über Sprung. Über 80 macht zu über Sprung. Ich hätte auch mal sagen können, wo man sich halten soll bei dem Sprung. Links halten, über Sprung. Achso, da war gar kein Sprung. Achso, hier doch. Ach du Scheiße. Gut, das war astrein, würde ich sagen, ne? Da können wir astrein nochmal neu starten. Fuck. Da habe ich die Kontrolle verloren. Links 4 macht auf lang. Links 4 lang über Welle. Kuppe 40. Rechts 4. Ha, habe ich eiskalt die Kontrolle über meinen Wagen verloren. Aber nicht nur so ein bisschen, sondern richtig, richtig krass. Ich muss ein bisschen mehr auf die Ansagen achten. Gerade auf dieser Map hier ist es besonders wichtig. Hi, okay, ja. Rechts 4 nicht schneiden. Links 6 nicht schneiden. Rechts 5 lang. Achtung, Kuppe 40. Okay. Rechts 3 noch. Uiuiui. 3, okay, hier. Rechts 3 über Kuppe 40. Links 5 über Welle 40. So, das sieht jetzt gut aus. Schauen wir mal, dass wir es diesmal besser hinbekommen hier hinten mit der Kurve. Links 6. Rechts 3. Auf jeden Fall besser als vorher. Ganz, ganz knapp an der positiven Zeit vorbei. Rechts 5, macht zu bis 3, Kuppe, Welle 40. Links 4, lang 60 über Welle. Rechts 6, lang, macht zu bis 4, über Welle 40, Kuppe 100 über Kreuzung. Links 4, über 80 und macht zu über Sprung. 150 über Welle. Rechts 5, lang über Kuppe. Achtung, links halten, über Sprung. 130 Welle, Brücke 40. Links 5, über Welle, langsam 40. Achtung, links 4. So lang, geht das doch schon besser. Bis 3 nicht schneiden. Rechts 4 nicht schneiden. So kann man das machen. Links 4 nach Kreuzung, 100. Kuppe, 100. Achtung, bremsen vor Haus, 90 nach rechts, 60 nach Kreuzung. Okay, ja, das hat ganz gut funktioniert. Ah, super. Verengung. Nice. Okay. Okay. Hängt nach außen, okay. Rechts 6, lang über Welle. Links 6, über Welle, über 80, gerade für 80. Links 5, über Welle. Achtung, 60, bremsen, Kuppe in rechts 3, nicht schneiden. 40, links 3, lang, 60, so. Ja, es geht doch eigentlich relativ 4, ordentlich. Also... 130, über kleine Kuppe. Das links läuft 5, schon. Lang, nicht schneiden. Okay. Oh shit. Ich glaube, das ist jetzt wirklich erstmal... Ich mache dieses Rennen hier, mache ich noch fertig, diese Meisterschaft, wie gesagt. Und dann mache ich, denke ich, erstmal... Dann kaufe ich mir aber ganz viele Autos halt, ne? Deswegen, es kann sein, dass ich dann weniger Geld habe, obwohl eigentlich müsste ich mehr Geld haben, weil die ganzen Pissautos, die ich jetzt am... Also die, ich fange jetzt erstmal in den 1960ern wieder an. Dann privat.
die kosten ja nichts, diese Autos, ne? Deswegen denke ich mal. Bam, jawohl, wie sich das gehört, erstmal alles mitgenommen, was geht. So. Prima. Das war doch mal astrein. 1, 2, 3, 4. Okay, wir haben jetzt für die ersten zwei haben wir insgesamt eine Viertelstunde gebraucht. Okay, das heißt im Prinzip, dass die Folge eine Stunde wird, ungefähr. Noch schnell reparieren. Das ist ja mal eine coole Strecke, da muss man sich zwar mega konzentrieren, aber die macht Fun, weil du hier richtig losdüsen kannst. Mist, da habe ich es ein bisschen nicht so gut gemacht. Naja. Okay, ja. Über großen Sprung 80. Rechts 4 macht auf und macht zu über Welle. Achtung, links 3 über Welle. Okay. Links 3 halb lang macht auf. Rechts 3. Links 6. Rechts halb über Kuppe, Welle 60. Achtung, Welle links 4 macht zu bis 3 über Kuppe, hängt nach außen. Rechts 2 halb lang. Links 3 macht auf, 60, über lange Kuppe. Okay, 3 macht auf. Na, rechts nice. 5, 80, Kuppe. Links 4 macht zu über Kuppe, 60, über Welt. Okay, ja, nice. Rechts 5, 80, durchsenkt. Vorsicht, rechts 4, über Kuppe, macht auf, über 80. Links 5, übersprungen. Okay. Rechts 5, in rechts 5, innen. Rechts 5 lang verläuft über Welle und links 5, 40. Große Welle, rechts 5 lang, 40. Welle senke. Rechts 4 über Kuppe, Welle 60 über Welle. Links 5 lang verläuft über Kuppe, vielleicht Sprung 40. Bis Ziel. Okay, schauen wir mal, wie es geworden ist. Ja, Platz 3. Prima. Läuft doch. Oder nicht, ne? Läuft doch wie am Schnürchen hier. So. Ixion Sprint. Es ist die Frage, ist Elk? Was ist, welches Elk ist quasi Elch? Ich glaube aber das mit E ist Elch. Was das andere Elk ist, weiß ich nicht. Wie gesagt, das, diese ganzen Aussagen tendieren aber nur auf Spekulierungen. Ich bin mir nicht mehr 100% sicher. Okay, 4 macht auf. Oh je. Über Kuppe, über Kreuzung 40. Links 3.
Rechts 5. Links 4 durch Senke. Okay. Kuppe 60. Links 4 halten lang 40. Rechts 4 macht zu bis 3 und macht zu bis 2. 40. Okay, ja. Oh oh. Links 3 halten lang. Links 2 40. Rechts 2 halb lang. Okay, 2 halb lang. Links 5 lang über Kuppe 40. Links 3 über Kuppe macht auf 60. Rechts 2 macht auf, ja genau. Ich hab gedacht. Ach, ist auch egal. Links 5 lang über 2 Kuppen. Kuppe Sprung 40. Boah, ich freue mich schon so krass auf Dirt 4, ne? Da gibt's einfach unendlich viele Strecken. Das, da wird's so einen Kacktrick nicht mehr geben, so. Ja, Alter, kenne ich alles schon, ey. Ja, gut, ich kenne jetzt auch nicht jede Kurve wirklich aus, wenn ich aber manche hat man dann eben doch schon wirklich im Blut. Und das ist ja wirklich was komplett anderes, als ob man das jetzt das erste Mal spielt oder nicht. Aber der Sinn bei Rallye ist ja, dass man es zum ersten Mal fährt. Jeder Rallye-Fahrer darf nur an einer Strecke in seinem Leben teilnehmen. Es gibt ja auch genug Rallye-Strecken, von daher ist es egal. Aber das ist eine allgemeine Regel bei Rallye. Du darfst dich nur auf deinen Beifahrer verlassen. Das ist der Hauptunterschied zu Hillclimb, glaube ich. Bei Hillclimb, da fährst du die Strecke so lang, bis du sie kannst, und um dann eine perfekte Zeit hinzulegen. Während du hier halt einfach die perfekte Zeit hinlegen musst, ohne irgendwie die Karte zu kennen oder irgendwas. Hillclimb-Modus werden wir auf jeden Fall auch nochmal kurz reinschauen in diesem Let's Play. Später aber irgendwann. Okay, das ist negativ jetzt. Aber wir sind immer noch in Time. Wenn wir jetzt nicht allzu behindert anstellen, dann sollten wir Erster werden. Okay, das wird nichts mit Erster, obwohl. Jawohl, easy peasy, Erster, ey. Yes. Ah, das bringt mir aber auch nichts im Endeffekt. Im Endeffekt bringt's mir nichts. So, jetzt kommen noch zwei krasse dran. Zwei lange kommen jetzt noch dran, dann wieder eine kurze und dann... Okay, das sieht gut aus von den Reparaturwerten her. Ich freue mich auch schon mega krass auf AMD Ryzen, auch wenn ich die erstmal nicht beachten werde, weil ich aktuell mit meinem System voll und ganz zufrieden bin. Ich müsste für einen AMD Ryzen mein komplettes Mainboard rausbauen und neues kaufen, und ich denke, die Mainboards werden halt auch sehr teuer sein zu Beginn von Ryzen, die ARM 4 Mainboards, weil du brauchst ja jetzt einen ARM 4 Sockel für die neuen, geht aber auch allerhöchste Eisenbahn, das AMD
einen neuen Sockel rausbringt. Ich meine, der ARM 3 Plus Sockel, der ist schon so lange auf dem Markt, wie ich denken kann, ungefähr. Ja. 2005? Na, das ist ein bisschen übertrieben. Aber er ist schon einige Jährchen draußen, so kann man sagen. Dann kam denn ARM 3? Ich glaube, ARM 3 kam 2008 raus. Dann ARM 3 Plus ein Jahr später, glaube ich. Ist jetzt also schon wieder ein paar Jährchen her. Und ich denke, da kann man mal ganz ruhigen Gewissens mal ein Update raushauen. Also das, was ich bis jetzt gehört habe von Ryzen, soll ja echt ziemlich überzeugend sein. Guter Preis bei guter Leistung und gutem Stromverbrauch. Also ich glaube, Intel wird ganz schön blöd gucken. Ich denke echt, die haben Intel überholt damit. Und werden Intel noch mit ihren... Wenn sie es noch nicht geschafft haben, dann werden sie auf jeden Fall Intel überholen demnächst. Und das ist besonders gut, weil... Intel bekommt endlich wieder Konkurrenz im Prozessormarkt. Ja, AMD bietet ihre Prozessoren für einen sehr günstigen Preis an, trotz guter Leistung. Ich meine, was kriegt man denn bitte schön für eine CPU von Intel, die nicht gleich mal 300 Euro kostet, ja? Kriegt man 50 Jahre alte CPU. Weißt du, bei AMD FX 8350, den ich habe, du zahlst 150 Euro. Und der reicht für alles Mögliche aus, ja. Der ist super. Und AMD hat jetzt für die Ryzen, glaube ich, eine Preisklasse angesetzt von 150 bis 600 Euro. Ja, für ihre stärksten Modelle. Preisspanne von 150 bis 60 Euro, also die 600 Euro. Die 600 Euro betrifft also wohl die saustarken CPUs, ja. Und das ist sau wenig für das, was ich gehört habe, was bald mit Ryzen alles möglich sein soll. Und wenn die jetzt wirklich alles umsetzen, dann 600 Euro ein Witz. Ja, weißt du, Intel-CPU gibst du locker mal, wenn du richtig gute willst, 600 Euro aus. Ja. Also, ich denke, das wird jetzt harter Kampf werden mit AMD und Intel, hoffe ich zumindest. Denn es kann nur dem Prozessormarkt gut tun, denn dann gehen die Intel-CPUs mit ihren Preisen auch wieder runter. Weil sie nämlich, ja, sonst möglicherweise nicht mehr verkauft werden, weil bei gleicher Leistung der AMD Ryzen gleich mal 100 Euro günstiger ist. Also... Naja, wir halten das mal im Blick und ich denke, wenn diese Folge rauskommt, dann ist auf jeden Fall schon Ryzen draußen. Dann sind schon die ersten Modelle veröffentlicht. Ich glaube, die ersten kommen ja schon bald, ne? Ich nehme aktuell Februar auf, Mitte Februar. Heute kam For Honor und Sniper Elite 4 raus. For Honor habe ich die Beta gespielt. Ich weiß nicht, ich sag For Honor heißt es, nicht For Honor. Ich sag immer For Honor. Es heißt For Honor, so. Auf jeden Fall, ich fand die Beta mega geil und hab, glaube ich, 10 Stunden Beta gespielt. Hab also einige Erfahrungen sammeln können und es ist ziemlich spaßig, es macht Spaß, es ist wirklich sehr skillbasiert. Du hast wirklich meistens das Gefühl, ja, du hast es verdient, gestorben zu sein. Das ist nämlich das, was immer so frustet an so, zum Beispiel Call of Duty oder sowas, ne, oder Battlefield. Weil du zum Beispiel halt gekillt wirst durch, weiß ich nicht, irgendeine Abschussserie oder eben durch einen Panzer und du weißt halt, ja, das war jetzt sehr unfair, dass ich gestorben bin, weil er hatte einen Panzer, ich war nur Infanterist oder er hatte die Abschussserie
Ich hatte nur Infanterie. Und das ist das, was so frustet auf Dauer dann. Nach und nach. Und bei Hanna denke ich wirklich, du hast immer das Gefühl, wenn du stirbst, jo, ich hab das verdient. Also, weil du siehst irgendwie sofort ein, wenn du Fehler machst. Ich weiß nicht, zumindest war es bei mir so manchmal. Bin ich auch vor Hanna geraged, weil zum Beispiel, weiß ich nicht, da waren so zwei Fettis, weißt du, so zwei Plünderer, so Fettsäcke, weißt du. Und ich war diese kleine Friedenshüterin. Und keine Ahnung, die haben die ganze Zeit auf Spot C geschimmelt. Ja. Und wenn ich dann kam und mein Team hat sich gedacht, nö, wir machen nichts. Ich war immer alleine unterwegs, war auch alleine auf C und dann kamen immer diese beiden Fettsäcke, ja, und haben mich kaputt geboxt, ja. Nach dem dritten Death in Folge bin ich dann Rage quittet, aber... Nee, ich denke wirklich, das Balancing ist ziemlich gut in dem Spiel. Das könnte ähnlich gut sein wie in Rainbow Six Siege. Weil bei Rainbow Six Siege, finde ich, ist es einfach... Ich spiele das Spiel zwar nicht mehr, ja. Einfach aus Gründen, weil mir das Spiel nicht mehr gefällt, seitdem eben das so überfüllt ist von Operatoren. Weil das mir einfach zu komplex ist und weil ich halt auch einfach eine Zeit lang nicht gespielt habe. Weil ich eben genug andere Spiele hatte, da ist es ein bisschen in den Hintergrund geraten. Das war, wo Battlefield 1 rauskam, genau, da habe ich nur Battlefield 1 gespielt. Und da ist Rainbow Six dann halt ein bisschen in den Hintergrund gerückt und dann konnte ich halt nichts mehr. Und dann war ich zu unmotiviert, um wieder anzufangen und wieder gut zu werden. Deswegen habe ich halt auch hauptsächlich aufgehört und ich weiß nicht, ich finde, die haben das Spiel... Also ich finde es super, dass die so viel Content nachpatchen, aber ich finde, das wäre überhaupt nicht nötig gewesen für Rainbow Six. Ich hätte es gut gefunden, wenn es einfach so geblieben wäre. Mit dieser Anzahl an Operatoren. Na, obwohl... ich denke, es war die Operatoren der... Also die erste Season Operator, die Frost und der Bug, das war super, dass sie reinkamen. Das hat dem Balancing sehr gut getan, vor allem die Frostfallen. Das, denke ich, war sehr, sehr gut. Und, ja, genau. Ich denke, Valkyrie und Blackbeard waren auch sehr, sehr gut für das Spiel. Ich fand Blackbeard am Anfang ein bisschen OP. Allerdings finde ich ihn jetzt zu schlecht. Weißt du, jetzt hält sein Schild ja wirklich gar nichts mehr aus. Jetzt sei er wirklich vollkommen useless im Prinzip. Ah, diese Map ist es. Ich finde ihn mittlerweile komplett useless und ich weiß nicht, die haben wirklich auch zu viel versucht zu balancen und ja, ich weiß nicht, ich finde seitdem Capitao und Kawaira draußen sind, hat das Spiel sich, ja, hat es aufgehört irgendwie so, die Motivation. Ich weiß nicht, ich habe es zwar noch gespielt, aber nachdem dann die japanischen Operator kamen, die japanischen noch gar nicht gespielt. Meine letzten, die ich gespielt habe, waren Capitao und Kawaira. Und ja, ich weiß nicht, also Rainbow Six ist auf jeden Fall ein gutes Spiel, aber mir gefällt es persönlich nicht mehr. Ich weiß nicht, es ist als ein Rainbow Six Spieler, der wirklich schon von Anfang an dabei ist, und das bin ich wirklich, ich habe jetzt nicht so viele Stunden, ich glaube, ich habe 100, fast um die, ich habe um die 200 Stunden im Spiel. Mit Beta-Zeit und allem. Ich habe die Closed-Beta gespielt, die Open-Beta. Und, ja. Genau. Und ich weiß nicht, man hat sich irgendwie so an diese Operator gewöhnt, die man eben gewöhnt ist, dass man... Ich weiß nicht, das entfremdet das Spiel irgendwie für mich persönlich, diese neuen Operator, immer die ganze Zeit. Vor allen Dingen die Tatsache halt, dass jedes Operator-Team, zum Beispiel GSG 9, ja, hat 4 Operator. Bei den DLC-Operatoren allerdings nur 2.
Das ist ziemlich ein Problem, meiner Meinung nach. So, schauen wir mal, ob unser Auto noch fährt. Habe ich ein bisschen Kacke gebaut. Oh, es sieht aber ganz gut aus. Ah, es hat einen leichten Linksdrall, das Auto. Ah, jetzt ist unser Reifen kaputt, oder? Ja, prima. Na, da kann ich es eigentlich neu starten. Starte ich neu. 4, 3, 2, 1. Vorsicht. Links 4 macht auf lang. Links 4 lang über Welle. Kuppe 40. Rechts 4. Rechts 3. Links 6. Rechts 5 lang. Wacht zu bis 3 nach Kreuzung 40. Links 4 über Welle. So. Links 3 lang macht auf über Kuppe 60. Rechts 2 halb lang. Links 4, 8. Okay. Rechts 3 über Kuppe, Welle 60. Rechts 5, 8. Schiert. Rechts 4 nicht schneiden. Links 6 nicht schneiden. Rechts 5 lang. Achtung, Kuppe 40. Rechts 3 ja. Auf der Kehre, links. Rechts 3 über Kuppe 40. Links 5 über Welle 40. Rechts 3 halb lang über Kuppe. Links 6. Rechts 3 Grad für 100. Okay, da habe ich wieder ein bisschen Mist gebaut. Links muss man sagen. Bergab, mach zu bis 300. Links 3. Rechts 5, mach zu bis 3. Kuppe, Welle 40. So, wo habe ich jetzt den Mist gebaut gehabt? Hier schon, oder? Das war hier schon. Nee, es kommt noch. Hier. Genau. Hier an der Stelle. Links 5 über Welle langsam 40. Achtung, links 4 lang, macht auf und macht zu bis 3 nicht schneiden. Rechts 4 nicht schneiden, 130. Links 4 nach Kreuzung, 100. Okay. Kuppe, 100. Ah ne, ich habe keinen Linksdrall gehabt, sondern das ist ja auf der Strecke einfach so. 60 nach Kreuzung. Das ist die Bodenbeschaffenheit. Okay. Ja, wieder verengt, okay. Rechts 6, 80. Links 6, halb lang, über Welle nicht schneiden. Rechts 6, nicht schneiden, Welle. Links 6. Rechts 5, nicht schneiden. Achtung, links 6, über Sprung hängt nach außen. Kleiner Sprung. Sprung hängt nach außen. Aha. Links 6, über lange Kuppe, 80 über Welle. Rechts 6, lang, über Welle. Links 6 über Welle, über 80, gerade für 80. Links 5 über Welle. Achtung, 60. Okay. Kuppe in rechts 3, nicht schneiden. 40, links 3 lang, 60, Kuppe. Rechts 4 durch 6. Oh, über was könnte ich denn nochmal labern? Sniper-Lied 4. Ja, keine Ahnung. Ich habe mega überhaupt gar keine Ahnung, wie das Spiel ist, wie es aufgebaut ist, also wie es aussieht, vor allen Dingen mittlerweile grafisch. Ich habe damals den ersten Trailer gesehen und habe das komplett aus den Augen verloren, das Spiel. Auf einmal war es da. Muss ich mir auch noch irgendwann kaufen, ich warte aber ein bisschen, bis es günstiger ist. So wie eigentlich immer, mit jedem Spiel, was ich nicht gerade Let's Playen will. Da muss ich dann schon mal den vollen Preis ausgeben manchmal. Wenn es eben bei Keystores noch nicht günstiger ist. Rechts 4 in Senke.
Kuppe vielleicht um 60. Rechts 5 lang, über Kuppe, Welle. 68, rechts halten, über Kuppe, Welle, 40. Links 6, oh je, rechts. Oh je, okay. Rechts 5 halb lang, über große Welle, 60. Ah, es hat uns jetzt sehr viel Zeit gekostet, weil man hier eigentlich mit richtigem Highspeed hätte durchgehen können. So richtig Putz. Das hat uns jetzt einiges an Zeit gekostet, aber... Naja, egal. So, jetzt ist die Frage, welche Strecke wartet denn eigentlich als nächstes in der nächsten Folge auf uns? Rechts 3, Eck nicht schneiden, Kuppe Sprung. Links 5, halb lang, überwältigt. Ist das jetzt schon die zweite lange Strecke oder ist es immer noch die erste? Ich bin mega verwirrt, ich habe keinen Plan. Rechts 4, halb lang. Links 6. Ja, wir werden es sehen gleich. Links 6 lang, in mittig halten. Gleich ist es geschafft, Leute. Oh je. Rechts 4 macht auf und macht zu über Welle. Achtung, links 3 über Welle. Okay. Lang, wieder links 3, okay. Rechts 3. Rechts halten über Kuppe, Welle, 60. Achtung, Welle links 4 macht zu, bis 3 über Kuppe, hängt nach außen. Rechts 2 halt lang. Links 3 macht auf, 60, über lange Kuppe. Rechts 5, 80, Kuppe. Links 4 macht zu über Kuppe, 60, über Wellen. Okay, plus 34. Ist jetzt nicht so gut. Über Kuppe macht auf und über 80. Links 5 übersprungen. Rechts 5 in rechts 5 innen. Rechts 5 lang verläuft über Welle und links 5, 40. Große Welle. Rechts 5 lang, 40. Okay, da hätten wir auch wieder besser fahren können. Rechts 4 über Kuppe, Welle, 60 über Wellen. Links 5 lang verläuft über Kuppe, vielleicht Sprung 40. Oh je, plus 40 Sekunden. Ach du liebe Güte, Blower plus 43. Naja, gucken wir mal. Vielleicht sind wir ja gar nicht so kacke abgeschnitten. Platz 4. Das ist vollkommen in Ordnung und ich denke, dabei wird es auch bleiben, wenn wir uns das so angucken. Ja. Denk schon. Ach, das war schon das. Ja, okay, easy, dann machen wir das in dieser Folge noch locker. Der Storjangen-Sprint, warte mal. Welche Strecke ist denn das? Das ist die mit dem Schlaganfall da vorne. Hatten wir den schon mal? Nö, hatten wir noch nicht. Das ist cool. Gut, Fahrzeug muss repariert werden. Ja, das sieht immer noch ganz gut aus eigentlich. Oh ne, wir sind den schon mal gefahren in einem Teil von der großen Karte. Aber so sind wir das noch nicht gefahren. Links 2 ist Sekte. Rechts 5 halb lang und Kuppe. 5 halb lang, okay, Kuppe. Links
3 Detected. Kuppe 60. Rechts 3, eng. Okay, 2, 3, ich schneide eng, 4, okay, nehmen wir mit. Mach zu bis 3, lang, 100, über 2, Kuppe. Rechts 6, links 6, 80, Kuppe, vielleicht Sprung. Rechts 6, 100, Kuppe, vielleicht Sprung. Achtung, rechts 5, vielleicht Sprung über Kuppe. Sofort links 4 und Kuppe. Rechts halb, über lange Kuppe. Okay. Links 6, 40. Rechts 3, über Kreuzung. Links 4. Hier haben wir links 3. Hier haben wir links 2 hier hinten, nicht schneiden. Ja, verstanden. Perfekt. Rechts 4, 60, über kleine Kuppe. Links 4, lang, mach zu. Rechts 2, 3. 2 innen halten, okay. Okay, da haben wir keine positive Zeit hinbekommen. Ich finde es gut, dass immer die anderen zuerst fahren und ich als letzter fahre, damit ich immer genau sehe, ob ich an den ersten Platz rankomme oder nicht. Das ist schon cool. Ja. So. Links 4 lang, macht zu. Rechts 4 lang, macht auf und macht zu. Über Kuppe 100 Grad. Links halten, Vollgas, Kuppe, Sprung. Rechts 5, 40, Kuppe. Rechts, oh, links halten mit Vollgas hat ja super geklappt bei dem Sprung hier, muss man sagen, ne? Ich habe mich ein bisschen zu weit links gehalten, glaube ich. Naja. Oh ja, 10 Sekunden, super. Ich entschuldige mich übrigens, dass in der letzten Folge Dirt Rally ich ein bisschen mehr gerauscht habe als sonst. Das lag daran, dass ich an den Audioeinstellungen was vorgenommen hatte, nämlich ich hatte die Herzanzahl von meinem Mikrofon auf 192.000 Hertz gestellt und das ist außerhalb des Frequenzbereichs meines Headsets und deshalb war da ein Rauschen zu hören. Jetzt habe ich es wieder auf 96.000 Hertz gestellt und ja, so wie es vorher war und jetzt hört es sich auch wieder gut an. Denke ich. So. Oh je. Ah ja, wir haben so viel Vorsprung da. Ist es echt egal. Okay, Randspeedsator. Gut. Alles klar. Machen wir, oder? Machen wir easy. Na komm schon. Ich finde das so krass, dass es hier so lange Dinge gibt, so lange Strecken. Rechts 5, 60, links 2 spät. Rechts 5. Oh je, das war nicht gut schon mal direkt zu Beginn. Links 3 halb lang. Rechts 4 macht auf, über Kuppe. 4 macht auf. Lippings für Bier, Hibir 2B, Rubin 3B. Okay, hier haben wir 3 und 5 und 4 und 60 und Happy Birthday und super und toll. Und danke, dass der Schnee so gut ist. Schnee ist halt knochenhart hier, ne, in dem Spiel, muss man einfach mal sagen.
Wenn man dagegen fährt, dann, boah, da explodiert dein Auto halt. Aber instant, ey, weißt du? Brauchst du nur mit, nur ganz leicht mit dem Reifen am Rand berühren, dann explodiert direkt alles, weil das so krass ist. Scheinbar. Oh je, hier war ja 2. Hä, aber ich bin doch ziemlich da, langsam gewesen. Naja. Anscheinend nicht langsam genug für 2. Das war eher so 3, glaube ich, so von der Geschwindigkeit her, was ich da drauf hatte. Würde ich jetzt so einschätzen. So. Links 6 durch Senke. Rechts 2 über Kuppe. Macht auf und macht zu bis 2. Links 3 lang. Na prima. Macht zu bis 2. Nach 2 Sektoren schon 10 Sekunden. Willst du mich eigentlich Kuppe ficken oder was? Was ist denn hier kaputt? Vorsicht, rechts 3, halb lang. Was ist denn hier kaputt, Freunde? Links 4. Problem ist, ich werde schon wieder müde. Kann immer nur eine Folge aufnehmen, dann muss ich mich ausruhen. Weil das so krass ist, anscheinend. Rechts 5, links 3. So. Rechts 2 macht auf, 14. Okay. Links 4, lang, überkuppe. Macht auf, 80, überwellen und 6. Achtung, links 4 macht auf, bis 3, überkuppe. Rechts 5, 40. Boah. Alter Verwalter, ey. Boah. Alter. Eine Stunde nehme ich schon auf, fast. 50, 51 Minuten. Ne, 52 Minuten jetzt. Boah. Über Kuppe 130 über Wellen. Links 4 lang 60. Links halb über kleine Kuppe. Rechts 2, 40 Kuppe. Okay. Links 4 Kuppe. Vorsicht, rechts 6 über Kuppe. Links 3, macht auf, lang. Rechts 3, lang, Kuppe 60. Achtung, rechts 3, mach zu, kehre rechts. Kuppe 60. Achtung, links 4, macht auf bis zu 82. Wer denkt sich denn solche Kurven aus, Alter? Rechts 4, 40. Mist der Kurve oder was? Geschafft. Rechts 5, halb lang. So, sorry Leute, ich muss noch mal ganz kurz eine Pause machen. Bis sofort. So, weiter geht's, liebe Leute. Ich bin wieder ein bisschen fitter. Rechts 4, halb lang, 40. So, 4, alles klar. Einfach ein bisschen Apfelschorle trinken und schon geht's wieder. Wundergetränk. Und Spaß, ich will gar nicht wissen, wie viele Liter Apfelschorle ich in meinem Leben schon getrunken habe. Das ist wahrscheinlich abnormal. Ich trinke fast nichts anderes. Na doch, in der Schule trinke ich immer Wasser. Ich trinke insgesamt ganz schön viel, fällt mir auf. So. Ja, wenn wir das 5 macht zu bis 3 Ding, genau. Jetzt hier, zack. Alles klar. Boah, positive Zeit dahin bekommen. Ist doch prima.
Senke nicht zwei durch Senke nicht schneiden. Mach auf Land 60. Rechts 4, 60 über kleine Kuppe. Links 4, lang, mach zu. Rechts 2, hinten rein. Links 2, lang, 100 durch Senke. Okay, noch ein 2er hier, zack. Rechts 5, verläuft über zwei Kuppen. Alles klar, perfekt. Sehe ich natürlich nicht, wo wir hier gerade sind, ob wir das positiv hinbekommen oder nicht. Ich weiß nicht, ich denke mal nicht. Nee. Da haben wir wieder Zeit verloren in dem Sektor. Naja. Egal. Egal, egal, egal. Rechts 4 lang, mach auf und mach zu. Über Kuppe 100 Grad. Links halt mit Vollgas, Kuppe Sprung. Okay, da hinten ist noch nicht das Ziel, liebe Leute. Rechts 5, 40, Kuppe. Sieht nur so aus und hier ist schon wieder dieser geile Sprung rechts gewesen. Halt Mensch. Das war ein anderer. Aber der war auch ziemlich geil, dieser Sprung, ja. Ach du lieber Gott, jetzt baue ich aber richtigen Bullshit zusammen. Rechts 6, Kuppe. Bullshit rechts vom Feinsten nennt man sowas. Rechts 5, mach zu bis 4 über Kuppe. Kuppe, 40. Würde ich mal behaupten, ne? Rechts 3, halb lang. Links 6, 100 über kleine Kuppe, Welle. Links 5, rechts 4, 100. Okay, nice. Rechts halb über Kuppe. Links 3, kleine. Kuppe, Welle, 60, Kuppe. Autschens, das hat wehgetan. So. 40, Welle. Rechts 4, lang, Kuppe, 60. Mittig halten, über Kuppe, kleinen Sprung. 40, rechts halten, oh je. Ja, das war scheiße. Boah, plus 40, 30, links, ernsthaft. Rechts halten, über kleine Kuppe, Welle, ja, bis komm. 10. Na, passt doch, ey. Ja, dritter Platz immerhin. Und insgesamt in den Eventergebnissen auch ziemlich weit oben. Ja, krasse Scheibe, bla bla bla, ja. Gut. Group A Professional Meisterschaft. Ja, das ist eigentlich so gut wie safe. Kann man sagen. So. Gut, Leute. Alles klar. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Hier bei Dirt Rally. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.